Ja, ich bin Marcel Pieper. Ich bin Hotelfotograf und habe meine Leidenschaft hier zum Beruf gemacht. Wie wird man Hotelfotograf? Ich komme damals selbst aus der Hotellerie, dadurch, dass ich damals Koch gelernt habe und habe dadurch bei meinem ersten Arbeitgeber halt gesehen, dass die Fotos brauchten und bin dann auch irgendwie da reingekommen und habe da für die auch dann Fotos gemacht, neben meinem normalen Job als Koch. Und habe da gesehen, dass es genau mein Fall war und habe mir dann so gedacht, das ist eigentlich mein Ding. Dadurch, dass die Fotografie schon seit 2005 mein Hobby war. Und somit habe ich mich immer weiter in diese Sache Hotel- und Werbefotografie reingearbeitet, bis ich dann 2013 mich selbstständig gemacht habe neben meinem Job. Und 2017, seitdem mache ich das halt jetzt komplett als Hotelfotograf und lebe da wirklich meine Liebe zum Detail aus. Details, ich glaube, Details sind meiner Meinung nach wirklich, sagen mehr als 1000 Worte von einem Hotel. Und das ist halt wirklich jung, dynamisch, aussagekräftig vor allem, modern und kräftig, also wirklich aussagekräftig und schön ist. Jeder Fotograf hat da so seinen eigenen Stil und lebt diesen Stil halt auch. Da ist auch, glaube ich, der Kunde, der muss halt diesen Stil mögen, um dich halt auch zu beauftragen. Also demnach, mein Stil ist so, wie er ist. Ich passe mich zwar natürlich dem Hotels gerne an ein bisschen, aber ich glaube, das muss schon irgendwie mit dem Hotel und mir irgendwie passen. So ein Arbeitsalltag von mir ist eigentlich, ich muss meine ganze Technik komplett einmal vorbereiten, vernünftig vorbereiten, gesäubert, Sensor sauber und so weiter. Dann muss die Kamera an Akkus voll sein und natürlich oft auch in Hotels sehr früh aufstehen, weil meistens hat man gerade morgens irgendwie das schönste Licht und das angenehmste Licht. Dann ist es halt beim Kunden oft auch sehr lang, dass man da meinetwegen von 6, 7 bis manchmal abends auch 7, 8 noch wieder ist. Dann geht's nach Hause, schnell noch am Rechner Bilder sichern, weil es meistens nächsten Früh gleich wieder weitergeht. Dann schafft man gerade so noch irgendwie zu duschen, was zu essen und ab ins Bett. Und nächsten Tag geht's meistens weiter. Und wenn ich nicht gerade in einem Hotel bin, dann ist es halt morgens vielleicht mal irgendwie bis 8, 9 Uhr ausschlafen und ab an den Rechner, wo man dann bis abends viereckige Augen bekommt, weil man ja nun mal auch die ganzen Sachen noch sortieren, nachbearbeiten und so weiter. Das nimmt meistens sogar noch die meiste Zeit in Anspruch. Mein Equipment ist schon ein Mittelklasse-Fahrzeug, sage ich jetzt mal von der Preisgestaltung her. Aber das hat sich jetzt auch über die Jahre Stück für Stück, sage ich mal, aufgebaut. Ne? Also, dass das immer mehr wurde. Je nachdem, wie meine Aufgabenbereiche gewachsen sind, sollte natürlich dann auch die Technik damit wachsen. Gerade für Porträt, dadurch, dass ich auch noch Porträt mitmache, was halt auch in der Hotellerie auch oft gebraucht wird, Firmenporträt, also ne, Mitarbeiterporträts oder Mitarbeiter bei der Arbeit und so weiter, ist halt wirklich von einer Weitwinkellinse bis zum Porträt, bis zum Zoom, eigentlich alles dabei. Fernauslöser, diverse Filter, alles, was man halt so braucht im Hotel- und Werbebereich, sage ich jetzt mal, um die Motive vernünftig abzulichten. Ich arbeite nicht nur auf der Insel Usedom, weil irgendwo sind ja hier doch die Kunden begrenzt. Ich bin auch bereit und habe auch schon einige Kunden in ganz Deutschland, Europa und habe da überhaupt gar kein Problem mit, gerne auch weiter wegzufahren. Natürlich muss das Projekt stimmen, muss der Kunde stimmen. Die ganzen Verträge und so weiter müssen natürlich auch passen. Dann macht es natürlich mehr Sinn und Spaß, auch gerne weiter wegzufahren. Also ich bin nicht nur Hotelfotograf, sondern halt auch im Bereich Landschaft und Porträt unterwegs. Wie gerade schon angesprochen, Porträt ist gerade in der Hotelfotografie sehr, sehr wichtig. Und halt auch Landschaftsfotografie gehört irgendwo mit dazu, um dem Kunden halt irgendwo auch dieses Gesamtpaket gut bieten zu können. Dass er halt von seinem Hotel auch Außenaufnahmen vernünftige bekommt oder halt auch aus der Region halt gewisse Landschaftsaufnahmen, die halt irgendwo dazu passen und das alles zum großen Ganzen machen, sage ich jetzt mal. Ja,
also die Kreativität ist gerade beim Fotografen oder auch Hotelfotograf, Porträtfotograf doch schon sehr wichtig. Und da braucht man auch Inspiration, was, sag ich mal, auch in anderen Regionen gemacht wird oder auch hier gemacht wird. Und da folge ich ja natürlich bestimmten Interieurseiten, Porträtseiten, wo ich dann der Meinung bin, wow, die Bilder sind mega und dem folge ich gerne. Und manchmal sieht man auch das eine oder andere, die eine oder andere Idee oder das eine oder andere Bild, was man sagt, wow, das ist echt mega, da kann man sich gerne was abgucken. Ja, so Traumprojekt wäre für mich irgendwo mal ganz weit weg, wegzufliegen, wie auch immer, um da fotografieren zu müssen, weil es mein Auftrag ist. Also das ist, glaube ich, so irgendwie Traum eines jeden Fotografen, glaube ich, einen Auftrag von irgendwo zu bekommen. Gerade so, wie ich halt auch gerne irgendwie schöne Architektur mag oder halt auch schöne Villen und sowas und auch gerne auch moderne Stile mag, wäre das echt toll, auch mal dafür sehr weit weg zu fliegen zum Beispiel, weil da ein Kunde ist oder sowas. Das wäre schon so ein kleiner Traum. Ja, also ich glaube, die Fotografie an sich, die entwickelt sich doch schon echt extrem und rasant weiter. Und da denke ich schon, dass die Fotografie für den Normalverbraucher doch sehr kräftig aufs Handy umsteigen wird, weil die mittlerweile auch echt gute Fotos machen. Aber dennoch glaube ich auch, für Fotografen soll da sicherlich definitiv trotzdem irgendwo noch ein Bereich sein. Gerade für Werbefotografie und so weiter, da kann einfach das Handy nicht das, was eine Kamera kann oder was der Fotograf halt auch in der Nachbearbeitung, in der Fotografie schon machen kann. Also das kann ein Handy einfach nicht ersetzen. Ich verfolgen kann man gerne unter Instagram oder auch Facebook, unter Fevo-Fotograf oder auch unter Usedom-Fotografie. Fevo-Fotograf ist natürlich nur Hotelfotografie und bei Usedom-Fotografie findet man halt auch meine Landschaft und Porträt und Hotelschiene immer schön sortiert.